Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trials Rising mit dem lieben Lutz und mir, dem Mushroom. Hallo. Ja, wie hieß ich nochmal? Acht Dingenskirchen Engel, ne? Genau, ja. Der achtloser Engel warst du gerade. Mushroom ihr seht's ja gerade, dass ihr Lutz nicht seht. Geil, oder? Weil wir heute wieder ein bisschen Tandem spielen. Mit Hilfe von Parsec. Vielen lieben Dank, Parsec, dass ihr so eine geile Software seid. Warte mal, du willst nicht wirklich diese Ninja-Strecke da unten spielen, oder? Nee. Das ist, die habe ich einfach mal bei den Favoriten, weil ich sie geil finde zum Üben. Ich habe mir hier ein paar 8 Strecken ausgesucht, die wir spielen werden, außer die hier und die hier. Die sind alte Strecken noch, die ich aber toll finde zum Üben. Das sind gute Strecken so. Wir fangen mal mit der mittleren an. Mal schauen, wie es wird. Ihr seht, wir können Tandem aussuchen. Easy going. Ja, aber jetzt muss man auch Tandem auswählen, ne? Sonst RIP. Sonst RIP. Erstmal alleine fahren. So, Mushroom und Mushroom, Klammer 1, Mann. Ich bin der Wahre. The one and only, habe ich gehört. The one and only. Erreicht das Motorrad, wenn wir beide Gas drücken, erreicht das Motorrad 120% Geschwindigkeit, Mann. Da wird's angezählt. Ja, hier, guck mal, wir zeigen euch mal, wie man mit dem Tandem richtig fährt. Ach, für die Fans, Junge. Alter. So. Oh, fuck. Hier sagt das Stopp, okay. Nix, Stopp. Stopp brauchen wir nicht. Oh. Ah, Yeet! Du lebst doch! Kannst du was machen? Ah, da flieg ich runter! Okay, shit. Ja, dann machen wir mal Stopp. Oh, shit. Ja, guck mal hier, easy. Du kommst auch mit dem... Weißt du, du kannst ja halt einfach Steigungen mit hochfahren. Das Vorderrad denkt sich aber, juckt mich nicht. Oh! Für die Fans. Nein, oh, Arnold! Ich lebe noch! Easy. Alleine. Bis ich drauf gehe. So, jetzt. Ist wie bei Donkey Kong, Mann. Man muss Checkpoint haben. Oh! Schaffen wir das? Da schaffen wir. Easy. Oh, einfach. Oh! Okay, doch nicht hier mit dem Vorderrad. Oh! Shit! Wir leben noch! Ja, scheiß drauf. Ich glaube, das war nicht intended, dass man da unten noch lebt. Ja, guck mal hier, Salto, guck. Und schönen Jump. Die Fans feiern's, Mann. Die denken sich richtig, können, wie geil die sind. Guck dich mal die an, Mann. Oh, oh yes. Schlecht. Da die hat Fans. Uns ein. Nein. Nochmal, rückwärts. Bambuse. Aber wir leben doch, ganz easy. Oh, nicht da oben gegangen. Oh, das war knapp. Ja, guck mal, hier ist Silber geholt, also komm. Viel zu einfach. Ja, Mann, also. So wie we were here together, viel zu einfach. Kinder, ja, wie wir here together. Hey, Moment, meine Facecam ruckelt gerade ein bisschen. Wieso? Nö, that's illegal. Es wirkt gerade nicht flüssig bei der Facecam. Jetzt wieder. Jetzt ist wieder flüssig. Okay, keine Ahnung. Okay. Arnold leckt halt ganz gern rum. Falls sie doch zu dumm ist, dann gibt's heute keine Facecam. Ja, war eine gute Strecke. Immer schön Daumen hoch. Ja, Mann. Deine, die war shit. So, jetzt nochmal eine Mittelstrecke. Wie heißt die? The Fonz Space Track 2020. The Stonks Space Track, Alter. Stonks? Stonks. Richtig Stonks. Will das Shopping Cart haben, Alter. Will das fucking Shopping Cart, Mann. Ja, du bist schon dran vorbei. Hä? Fuck, Alter. Oh. Ich wollte gerade schon meckern. So, hey, wo ist mein Tandem? Hey, wo ist das? Machen wir mal ein Tandem jetzt hier. Was macht ihr da? Oh, guck mal, die sieht schön aus. Oh. Was ist das denn hier für? Wow! Hast du das gesehen? Was war das? Das war gerade irgendwie, weiß ich nicht. Alles nur heiße Luft, glaube ich. Nee, da kommen wir rüber. Oh nee, okay, komm, da kommen wir. Das schaffen wir doch. Shit. Oh. Okay, alleine geht's nicht. Okay, wir müssen hier Vollgas geben. Ja, komm mal jetzt. Okay, warte für die Fans, Mann. Wir haben's geschafft. Oh, Kameraperspektivenwechsel, Schmutz. Schmutz. Oh, ja, genau. Oh, ja, okay. Bambuselt.
Ja, wie? Kein Bronze. Ja, Bronze. Das ist Schmutz. Ah, doch, kein Bronze. Schmutz. Nicht mal Bronze bekommen? Alter. So wie das Wasser im Waschbecken in Phasmophobia. Schmutz. Ja, Mann. Mit Fieber. Ja, du hast eine 1 out of 10 Chance, dass das Wasser schmutzig wird. Und du so, Schmutz. Ja, nee, ist ja das Problem. Das ist ja gerade nicht Schmutz. Nicht, Alter. Stadium TR, Alter. One restriction, don't fall, stand da. Also ich glaube dir jetzt mit dem Crucifix, Lutz, ja? Das hat einer nochmal in den Kommentaren geschrieben. Ich habe gestern auch nochmal mit Pieper gespielt. Und? Ja, wir haben es auch nochmal ausprobiert, hat die ganze Zeit funktioniert. Ja, wunderbar, okay. Ich glaube, wir dürfen. Du bist jetzt gerade runtergeflogen, sag mal. Was? Bronze? Wieso das denn? Neustart? Warte mal, ich will mal ganz kurz anschauen. Ja, der hat verkackt, der Boy. Achso, don't fall, achso. Das ist halt ein Technikparcours. Yo. Den hab ich ja gerade gefragt. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Wie bleibt man wie da? Sollen wir das machen mit dem Tandem, bitte? Ja, wir fallen doch instant runter. Ja, okay, warte mal. Ja, wie jetzt, Alter? Er ist direkt weggerollt, Mann. Ja, fick dich, Mann. Fick dich. Fick dich in deine Das Mutter. Machen wir nicht mehr hier. Harder than steel. Challenge the frustration with this one, okay? Ja, das ist klar, Mann. Wir haben gestern Witch-It gespielt. Kennst du das? Das ist Hide-and-Seek-Game mit den Hexen. Nee. Oh, shit. Okay, Lutz, jetzt heißt es wieder hier. Wie müssen wir das machen am besten, ey? Wie war das? Oh, das war gut! Wehe, du dummes Ding! Du dumme Wichs! Du dummes Ding! Nein! Ach, das war auch nicht scheiße. Ich hab vergessen, wie wir am besten Schwung kriegen mit dem. Müssen wir auf dem Hinterrad eher sein, auf dem Vorderrad oder müssen beide? Am besten immer beide. Fast gestorben. Oh. Das war schön. Nein, bitte. Nein. Wie war das nochmal mit der Frustration? Ich glaube, wenn wir nicht springen, kriegen wir am meisten Schwung. Also nee, hier am Anfang. Wow! Ja, genau. Ich hab's geschafft, ich bin oben. Warte. Ich muss mich kratzen, warte. Ja, okay. So, wir fahren mal kurz nach hinten, genau. Jetzt, bitte. Ja, nein. Ja, aber wie sollen wir das machen? Da ist doch dieser Huppel. Dieser Schmutz. Komm, lass uns Anlauf nehmen. Ja, gut. Ah, easy. Wo ist denn da die Herausforderung? Oh, shit. Oh, Mann. Geh weg, du. Ey, das war ja mega einfach, ne? Okay, was? Oh, okay, das ist aber machbar. Ja, okay. Also, wenn wir aneinander schrägen sind, lehnen wir uns auch vorne und leicht Gas geben. Ja, okay. So nicht. So vielleicht nicht. Geht das Ding unter da? Haben wir Zeit? Nein, haben wir nicht. Okay. So richtig traurig, so. Oh. Du. Oh, ich hatte gerade einen Leck. Scheiße. Ja, das war eh Schmutz gerade. Ich glaube, ich spring zu weit nach vorne an dem Ding. Weißt du, wir müssen da die komplette Rampe nehmen. Hey, das Vorderrad hat gebuggt, Mann. Ich hab's genau gesehen, wie es so leicht krumm wurde. Die hüpfen halt immer so dumm. Boah, nein! Kein Grip. Ja, das ist halt richtig Schmutz. Da, guck schon mal. Wieder, ich hab's genau gesehen! Ja. Hast du auch gesehen? Oh! Ey! Ich war so schön.
Jetzt nein. Ey, wir jumpen immer so geil ab an dem Ding, man. Ja, diese Wix-Federung, wir sind einfach zu fett, Arnold, Alter. Weißt du, wenn wir diese Federung brauchen, also diesen Abspringen, kriegen wir das nicht hin. Das war irgendwie gut. Aber irgendwie auch nicht. Mein Vergangenheits-Ich hat gesagt, ja, das ist machbar. Shit! Drück ich, weil ich nach vorne drücke? Vielleicht soll ich nicht nach vorne drücken, wenn ich an das springen bin. Ja, geil, das war jetzt dumm einfach. Das war richtig gut. Come on, ey! Wir hüpfen halt immer so dumm. Warte mal, vielleicht müssen wir zuerst mit dem Hinterrad aufkommen. Ja, dass du meinst quasi, dass das Vorderrad so an die Rampe gehauen wird. Ja, aber dann hüpfen. Ja! Was ist das, eine Bumskacke? Warte mal, wir versuchen es doch mal, das Ding ein bisschen später zu nehmen. Also wir fahren da jetzt runter, ganz an das Ende. Ja, okay, vergiss es! Wir gehen einfach instant unter. Ja, nee, keine Chance. Das musst du direkt nehmen, Mann. Geh es runter, du Sch... Warte, wir machen es hier mal. Ja, nee, zu viel Anlauf ist auch scheiße, dann... haut's uns nach hinten. Ah! Vielleicht musst du deinen Arsch nach hinten drücken, also nach links. Sobald wir auf der Rampe sind. Du drückst quasi das Hinterrad an die Schräge dran. Ja, nee, scheiße. Ja, ich weiß, nee, scheiße. Ich weiß es nicht. Wir müssen es irgendwie nur schaffen, das Vorderrad oben an die... an das normale Ding zu kriegen irgendwie. Ah, Mann, ey, nur ein bisschen, gib uns so ein bisschen Grip, bitte, Spiel. Ein bisschen. Nur so ein bisschen, so wie bei der Helio. Ja. wie bei der Königskrabbe. So wie bei der Königskrabbe. Mehr Grip wollen wir doch überhaupt nicht. Oh, komm. Leute, mach die scheiß Federung aus dem... von dem Bike, Mann. Ich hab das nicht mit Federung bestellt. Kann der Sportfahrwerk, bitte. Ja, Junge, das ist doch Schmutz. Ich hab keine Ahnung, boy. So, komm, lass uns überspringen, Mann. Mit der Mantis könnte man halt so schön da drüber jeeten. Ja, absolut. Oder mit der Königskrabbe. Und da kommt der Mist, ey. Jetzt kommt das hier. Auch wieder Technikparcours, sagst du? Ja. Weiß ich nicht, ob wir die machen sollen. Was wollen die von uns? Ja, komm, wir zeigen sie einfach. Was sagst du, Donkey? Donkey Alter. Only, Mann. Beste Map. Xbox Series X. Bestes Bike. Xbox Series X. Wart. University of Trials. Wo ich mir die PS5 kaufen würde, ne? Oh. Oh, oh, oh. Oh, dann würde ich mir eine Xbox holen. Ich lieg. Ich glaube, wir dürfen nur einmal diese Strecke fahren und dann ist vorbei. Ne, vergiss es, okay. Eight? Ja. Warte, bevor der hochfahren. Zurück. Wir fahren zurück. Wir nehmen die Rampe mit. Du sitzt schon fast wie auf der Königskrabbe, man. So richtig schön am Anschlag. Ja, Mann, ich krieg doch permanent dieses Plastikteil in den Sack. Oh. Nein. Okay, dann machen wir es nochmal. Ist ja kein Problem. Guck grad schon wieder voll in den Sack, Alter, ich sag's dir. Klack. Und go. Und jump. Ich bin tot. Schmutz. Ja, ich sag dir, das war so eine, wie weit kommen wir, ohne zu failen, Mann. Ja, okay. Bronze haben wir nicht gekriegt. Ich würde sagen, das war einfach nur absolut unfair. Das war eine Trash-Map, die war einfach schlecht. Ja, ich finde, die Maps sehen einfach nur trashig aus. Guck mal, der sieht so aus wie so von einem Dude erstellt, der einfach mal das, den Editor ausprobieren wollte. Ja, was ist das für ein Thumbnail-Shot? So wie bei der letzten Map, wo der gemeint hat, oh komm, wir benutzen jetzt einfach mal alle Sachen auf einmal. Ja, Mann. Ja, das war alle, geil. Alle Props, man, die es gibt in dem Game. Ja, moin. Erstmal drüber geflogen. Wie weit wir geflogen sind einfach. Schaffen wir das? Hier ist natürlich. Geht so einfach. Was ist das? Was ist das denn hier für eine Kante hier? Mann, Mann. Weißt du, das hat so gut angefangen. Jetzt kommt der... Ja, okay, easy. Ah, doch nicht. Warte nochmal. Ja, jetzt hier, guck mal.
Ja, ja, okay. Warte, wir müssen uns nur geil positionieren, wenn wir da oben sind. Gut, bleib so. Ah, nicht vorgehen, nicht vorgehen, wenn du das machst. Nochmal zurückrollen, nochmal zurück. Das ist halt meine geilen Schuhe eigentlich. Ja, guck mal hier. Bin dann halt gewohnt, halt einfach mit normalen Bike halt einfach nach vorne zu gehen. Tot. Oh ja. Aber für die Fans, Mann. Oh. Guck das schon wieder, gehe ich halt einfach nach vorne, obwohl ich das nicht tun sollte. Halt einfach Gewohnheit. Ja, guck mal hier. Ja. Und da vorne ist easy game. Ey. Klack. Ich bin... Du bist voll auf mir drauf gelandet. Diamant. Junge. Die Folge was? Heißt Diamant mit Tandem, Alter. Was? Sind wir behindert? Ich glaube, der hat zwar kackt mit Zeiten einstellen. Alles 0 Sekunden. Gucken wir mal. Nee, hat er nicht. 1,19. Weil meine beste Zeit ist immer noch das Babyface da, als ob ich sie nie gefahren wäre jetzt. Bronzemedaille, ja. 4 Minuten. Danke, Alter. Jetzt machen wir noch Gotta Go Fast und danach kommt K8 Cloud Garden, Mann. Gotta Go Fast. Gotta Go Fast. Aber ich fand den Sonic-Film gar nicht so verkehrt, Mann. Nur weil du jetzt sein Eggman magst und nicht Robotnik, Alter. Da ist er, Mann. Sonic Man. Er heißt für mich halt einfach und Dr. Gott sei Eggman. Dank, Gott sei Dank haben sie den Sonic geändert, Mann. Ja, trotzdem heißt er für mich Dr. Eggman. Ja, heißt ja auch Dr. Eggman. Ja, und die Robotnik, haben Robotnik ist sein Spitzname, Mann. Aber der Carrier, stirb, hat so, der Carrier dann so gut gemacht war. Ja, super. Der Typ, das ist aber das geil. Ende. Ja. Mit seinem geilen Bart, Mann. Richtiger. Wir müssen sie auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, aber ich will mehr sehen davon. Ist Alter, nicht, wir haben die Dinge nicht gerade einer in Produktion? Könnte sein, ich weiß nicht. Oh, ich wurde. What the hell? Oh, komm, null Fails. Geht gleich hin. Null Fails. Oh, oh. Das ist auch schon so lange her. Was haben wir da auf unseren Reifen? Sieht aus wie Dynamit. Ah, das sind seine Füße, Mann. Oh. Dynamit. Sieht aus wie Dynamit. Nein! 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 Wir leben noch! Bremst, zurück. Oh. Oh. Das hätten wir nicht überleben dürfen. Ganz ehrlich. Stimmt. Ich bin voll. Oh, bei mir wird gerade abgeräumt in der Küche. Keine Ahnung warum. Hallo. Lass das. Ja, ja, okay, Arnold, okay. Dann mach du die Scheiße halt so, weg. Komm weiter. Ja. Für die Fans. Willkommen. Oh, ich lebe noch. Bremst. Bremse! Gas und Bremsen! Runter! Ja, dann halt! Okay, ich glaube, wir können gar nicht sterben. Okay, gut. Oh, yeah. Ich hab mehrere Wege. Was haben die Krabben nochmal gemacht? Die waren einfach nur Gegner. Echt? Ja. Mann, ich weiß gar nicht mehr, welche Sonic-Teile ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe Sonic 2 gespielt, das was jetzt kostenlos war auf Steam. Ja. Das habe ich auf GameCube gezockt. Easy. Und ich habe auch irgendwie so einen 3D-Plattformer von Sonic gespielt. Sonic Adventure für die Dreamcast damals. Vielleicht. Nee, das war auch für die GameCube. Ah, das, okay. Das war so eine Kollektion. Ah, okay. Ja, da war es was anderes. Da war so eine Kollektion, da war Sonic 2 auch drin. Ich hab mir jetzt bei Steam so eine Sega Collection geholt für 7 Euro mit keine Ahnung, wie viel Spielen, Mann. Erstmal gegönnt. So, die letzte Strecke, Mann. GameCube, ja. Beste Spiel, was ich bis jetzt immer noch gezockt habe. Boah, ich würde immer noch sagen, der GameCube-Teil, der zweite Teil von Paper Mario, Alter. Den habe ich letztens auch nochmal auf dem Emulator gespielt. Ey, ich finde den so gut. Bin ja leider für N64 ein bisschen zu jung. Ne? Das heißt, ja. so Sachen wie... Super Mario? Ja, das nicht mal so. So Sachen wie halt Zelda Majora's Mask und so habe ich nie gespielt. Ich kann es halt auch leider nicht mehr. Es geht halt einfach nicht. Auch so, weißt du, ich habe einfach nicht mehr ein Nostalgie-Feeling, wenn ich eine N64-Emulator anschmeiße, weil das ist halt einfach, da kannst du kotzen, weißt du? Sorry, dass ich das jetzt so sag. Es sieht halt einfach crap aus. Das triggert aus, wahrscheinlich ein paar Leute, ja, von wegen, ja, ihr geht doch alle nur auf Grafik. Es sieht halt scheiße aus. Es sieht halt scheiße aus und ich habe halt da nicht dieses.
dieses Nostalgie-Feeling. Von wegen, ich muss es jetzt spielen, weißt du? Oh nein. Ich hab halt versucht, also was ich mir vorstellen könnte, ist halt das 3DS-Remake von Majora's Mask zu spielen. Aber da ist halt auch... Da ist halt auch viel geändert worden. Und weiter. Ja, schade. Ja, easy. Geht so einfach. Paper Mario ist halt timeless, ne? Das ist halt grafik-wise, kannst du halt immer zocken, weil das ist halt einfach Papier. Ist halt einfach nur Papier. Ja. Guck mal, wie wir gleich schnell waren, Mann. Obwohl ich ja eigentlich vor dir im Ziel sein müsste. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Das war eine Tandem-Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie Donkey Special sehen wollt, schreibt es auch gerne rein oder so. Ja, machen wir jetzt gleich sofort, ne? Oder ein anderes Bike sehen wollt, dann schreibt es auch rein. Und wenn ihr irgendwie geile Strecken habt, auch in die Kommentare. Alles in die Kommentare. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.